Ja, das ist die erste Tagesschau der Woche. Freut mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Wir sind jetzt in der ganz, ganz heissen Phase von der 1-12-Initiative. Ein wichtiges Thema. Das mal jemand, der es ablehnt. Letzte Woche ja Cedric Wermuth, der es befürwortet, von den Initianten. Und zwar, er ist Unternehmer und Nationalrat. Da gibt es ganz wenig davon im Nationalrat. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Rudi Noser, FDP-Nationalrat aus dem Kanton Zürich. Wer bist du? Also ich bin ein fröhlicher Mensch, der das Gefühl hat, dass ihm das Land sehr viel gegeben hat und etwas von dem wieder will zurückgeben dem Land. Ich habe die Frage mal am grossen Leon Schürmann gestellt. Und er hat wirklich die Pistole geschossen, ich bin der, der nicht Bundesrat geworden ist. Und das könnte man bei dir eigentlich auch sagen. Und ich bin auch Parteipräsident geworden, oder? Ja gut, das Zweite habe ich nicht wollen, das Erste hätte ich sehr gerne wollen, ja. Das würde ich klar sagen. Aber das ist einmal eine Chance und die ist vorbei und jetzt mache ich einen guten Job. Genau, aber das hat dich schon geprägt, auch, oder? Die ganze Zeit. Ja, es war sicher eine spannende Zeit, gewesen, überhaupt in so einem Rennen mitmachen und hinter dem Schneider am Zweiten zu werden, ist nicht so eine schlechte Bist Position. Dritter geworden? Nein, Zweiter. Ja gut, da bist du nicht nominiert worden. Aber da kommen wir auf die gegen die Frau habe ich keine Chance. Aha, die zählen nicht. Du hast ja mal gesagt, ich war einer der dümmsten Klarner, aus denen etwas geworden ist. Du kokettierst also mit deinem Intelligenzquotienten, oder? Nein, ich bin natürlich Legastheniker. Zu dem stehe ich. Das heisst, ist man dann dumm? Nein, ich glaube, man lernt relativ schnell, dass die Schulnoten nicht entscheidend sind, für gescheit oder dumm zu sein. Eben, als du das erste Mal ein Eins gemacht hast im Deutsch, war das nicht so lässig. Hast du das ein bisschen verarbeitet? Ja, es war sogar nicht schlimmer, oder? Wenn du auf ein Diktat gelernt hast, hast du 12 Fehler gemacht. Wenn du nicht gelernt hast, hast du 20, aber für ein Eins hat es 10 gebraucht. Das heisst, du lernst relativ schnell, dass du nicht lernen musst. Aha, gut. Oh. Also das Leistungsprinzip ist dort noch nicht gültig. Deine Mutter hat dich ja wahnsinnig motiviert. Wie war das bei deinen Klassenkameraden? Haben die dich gecancelt? Nein, das ist es hat ja viele andere Gebiete, die man kennen, brillieren. Zum Beispiel in der Pfadi. In der Pfadi. Das war etwas. Ja. In der Geschichte, in der Biologie. Ich hatte viele Fächer, die ich sehr gerne hatte. Aber dass das du das Handicap noch müssen überwinden oder vielleicht sogar noch dran bist, jetzt noch zu überwinden. Weil, ich weiß, ich ist immer noch. Eben. Bist du mit der IT-Branche gegangen, weil es ein Korrekturprogramm gibt? Genau, da hast du immer einen Compiler. Also wenn du etwas programmiert hast, der Compiler hat immer gesagt, was falsch ist, dann kannst du korrigieren. Okay, also auf diese Art. Wie hast du das Gefühl gehabt, dass das noch zusätzliche Motivation war, um besser zu sein als alle anderen? Also es lernt einem relativ gleich, dass man selber etwas leisten muss, ja. Das nur mitschwimmen in der Klasse nicht bringt. Okay. Das ist ja so. Man lernt Strategien, die muss anders sein muss, um erfolgreich zu sein, als einfach das, was ein guter Schüler kann haben, um erfolgreich zu sein. Also du bist ein bisschen ehrgeizig, oder vielleicht würde man sagen über ehrgeizig. Du bist Nationalrat, du hast eine grosse Bude mit 500 Leuten, IT-Branche, hast 4 Kinder und eine Frau. Und zum Thema Burnout, das ja in Bern ziemlich aktuell ist, hast du mal Folgendes gesagt. Ja, es gibt Situationen, wo man fast nicht mehr oben runterkommt, wo man am Abend fast weiter schafft und nicht schlafen kann. Und wenn das erreicht, ist es immer Zeit für einen Stopp, ganz klar. Bist du schon näher dran gewesen? Da wirst du also ziemlich fertig schon. Das haben wir natürlich auch davon ab, dass ich nicht geschminkt bin. Aha, also selbstverständlich gibt es Zeit, wo man unter Last steht. Aber man muss sich dann gut in sich selber reinhören und dann wirklich wissen, halt, jetzt wieder einen Stopp machen. Hast du das Gefühl, das kannst du machen? Ja, das mache ich sehr bewusst sogar. Da kannst du meine Umgebung sehr intensiv fragen. Ich tue sehr intensiv, also ich bin Hockey-Fan, oder? Ich weiss, man muss wieder wechseln und auf die Bank sitzen. Und dann, wenn die Linie wieder dran kommt, muss man voll da sein. Man muss nicht dauernd voll da sein. Es hat mich einfach gewundert, weil ich gelesen habe, du hast einen TÜV-Unfall gehabt. Und du weißt nicht, wie der passiert ist. Hast du also einen Ausfall gehabt? Also ich meine, das müsste einem doch Angst machen. Ja, ich habe ein 5-stündiges Blackout. Ich weiss über 5 Stunden nicht mehr Bescheid. Das ist so. Aber auch wie es passiert ist, weisst du überhaupt nicht. Keine Ahnung. Aber das ist ja gefährlich, wenn man so durchs Leben geht. Das kann immer wieder passieren, oder? Ja. Aber es ist vielleicht auch etwas, was einem dann etwas beibringt. Nämlich? Dass man nicht mehr so fahren sollte. Ah, fahrst jetzt nicht mehr TÜV? Nein, überhaupt nicht. Das kann auch beim Autofahren passieren, oder? Ja, ich denke, ich habe eine Fehlmanipulation gemacht im TÜV, aber ich weiss es nicht. Ich habe keine Ahnung, was wirklich passiert. Eine andere Extremsituation, die in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, war, wo deine Parteikollegen Christian Langenberger den Rücktritt erklärt hat. Du bist dann vor der FDP-Frauen gestanden und hast so reagiert. Es war sehr schön mit dir. Also, dann ist einfach irgendwie, sind gerade Tränen gekommen, oder?
Oder was? Was hast du gebrüllt? Das hat mich emotional ein bisschen hergenommen. Ja. Ich bin dort frisch gewählt worden. Ich bin auch Quereinsteiger in der Politik. Ja. Und das, glaube ich, das muss man ganz klar und deutlich sagen. Politik ist ein Knochenherz-Business. Härter als Geschäftswelt. Und ich habe gesehen, wie es zu und her geht. Und da habe ich gewisse Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten. Genau, also der Uli Maurer, der ist nicht unbedingt ein Parteikollege von dir, hat darauf Folgendes gesagt. Ich schaue das als Schwäche an, die nicht nötig wäre. Ich glaube, man muss über sich selber lachen können. Aber wenn man über sich selber brüllt, dann ist es irgendwie, geht es nicht mehr auf. Und ich glaube, er hat über sich selber brüllt. Hat er da recht? Ein Stück weit? Na gut, das war seine Einschätzung. Ja, das ich frage dich jetzt. Oh. Weil du hast ja dort eben noch eine Karriere gemacht, eine Partei, einen Rücktritt, hat vielleicht deine Parteipläne ein bisschen durcheinander gerührt. Hast du darüber ein bisschen geweint, dass du dort auf eine Art und Weise vom linken Fuß erwischt worden bist? Also es war sicher etwas, was emotional schwierig war für mich. Auch zu verarbeiten schwierig war für mich. Wo ich aber jetzt nicht den Eindruck habe, dass es nur um mich gegangen ist. Einfach die ganze Situation war damals schwierig. Ich meine, das muss man auch sehen. Ich bin eigentlich von nichts in die Politik hineingekommen, bin gerade Nationalrat, bin national sehr, sehr stark wahrgenommen worden. Und ich glaube, die ehrliche Antwort ist, es braucht auch eine gewisse Zeit, um das Handwerk zu klären, und die habe ich dort noch nicht gehabt. Gut, du bist eben am Anfang gekommen, bist dann Vizepräsident geworden, bist aber angeeckt dort, hast dann irgendwie müssen gehen. Hast die Partei wollen verändern, Vision 2007 hat es geheissen, hat dann nicht so funktioniert, dann hast du so schöne Sätze von dir gegeben, wie unser Produkt ist schlicht zu wenig gut, wir sind zu wenig radikal. Das haben Sie der Partei, glaube ich, nicht so gern gehört, oder? Ja, andererseits, wenn ich jetzt schaue, was Philipp Müller in der jetzigen Zeit macht, gerade am letzten Sonntag gesagt hat, stelle ich fest, kommt er später sogar recht über. Ja, jetzt hat er ja klar gesagt, dass der Fries in eine neue Energiepolitik wird bringen. Eben. Und das sind ja Sachen, die ich vor 5 oder 6 Jahren schon angetönt habe. Der Freisinn ist die Partei, die umeiert, in allen Positionen wechselt mit Meinung, Energiepolitik, Einwanderungspolitik, EU-Grippen, eigentlich überall. Man wollte damit den Wähleranteil stabilisieren, aber allein Kanton Zürich, wo du bist, seit 1995 fast halbiert. Je mehr man das macht, desto schlimmer geht es, oder? Also es ist sicher wichtig, dass man über längere Zeit eine gute Position behält. Und das haben wir nicht gemacht? Das hat der Fries in den letzten 20 Jahren nicht immer gut gemacht. Ja. Andererseits ist halt der Fries einfach nicht eine ideologische Partei. Oder? Wir sind frei im Sinn, das heisst, jeder kann machen und überlegen und selber denken. Also wie du und ich jetzt auch selber Parteien denken. Nicht? Nein, überhaupt nicht. Komm, hör doch auf. Nein, also als sie eine Ideologie verfolgen, dann bist du ideologisch eingespurt. Und ich habe keine Ideologie? Nein, Freisinn heisst natürlich, dass Eigenverantwortung... Ist das nicht auch eine Ideologie? Ja, aber natürlich eine, die nachher im Tagesgeschäft nicht automatisch für Lösungen brauchen, sondern du musst jedes Problem zuerst studieren und pragmatisch dann wirklich auch umsetzen im Nutzen der Schweiz. Das ist Freisinn, oder? Liberal denken heisst, möglichst wenig handeln und dort, wo man handelt, dann aber richtig handeln. Ist das richtig so? Bist du eigentlich ein Revolutionär? Nein, überhaupt nicht. Weil du hast gesagt, Zitat, es braucht eine freisinnige Revolution. Ich glaube, das ist auch sehr ein altes Zitat aus dem 203. Ja, okay. Also das meine, wenn du jetzt schaust, was abgeht in dem Land, jetzt ist es so, dass wir in der Schweiz praktisch auf jeden Vorfall ein neues Gesetz machen, oder? Und wer auf jeden Vorfall ein neues Gesetz macht, wird reaktionär. Und dem Reaktionismus muss man liberale Werte gegenüberstellen. Da bin ich überzeugt. Aber das sind doch jetzt einfach Sprüche, oder? Weil wir merken, die tun immer Position wechseln. Ja, also komm, schauen wir es doch mal an. Unter Philipp Müller haben wir die Position jetzt nicht gewechselt. Ja, hast du ja gerade vorher selber gesagt. Also schauen wir doch an die Präsidenten, die wir hatten. Präsidentinnen. Die habe ich alle erlebt. Steinegger, Gerold Bührer, Christian Langenberger, Rolf Schweiger, Marian Kleiner, Fulvio Pelli und jetzt Philipp Müller. Den Teil hat man schon vergessen. Wer war am besten von denen? Also der Philipp ist sicher gut. Du hast ihn also total kritisiert, auch gerade jetzt wegen seiner Einwanderungspolitik. Nein, ja, total kritisiert. Weil er jetzt noch aktuell ist, wird er ich bin der Ansicht, dass man also der Freisinn für eine offene Schweiz muss einstehen und Philipp Müller steht auch für eine offene Schweiz. Ja, gut. Aber er ist von denen der Beste, würdest du sagen? Nein, also Franz Steinecker. Er ist auch kritisiert. Er soll jetzt abtreten. Ja, das war auch die Zeit. Aber zu seiner Zeit war der Franz Steinecker gut. Ich konnte viel von ihm lernen. Auch der Fulvio Pelli ist politisch, strategisch sehr intelligent. Hat man auch viel kennenlernen. Er ist auch viel kritisiert. Und wer war am schlechtesten?
Oh, das will ich für mich behalten. Das behalte ich für mich. Aber deine Taktik hat immerhin funktioniert, sie sind Präsidenten oder deine nicht. Hast du nicht das Gefühl gehabt, du hast dann vielleicht mal ein bisschen Manöverkritik machen an deinem Vorgehen? Nein, ich würde nie Präsident werden. Nee. Wenn du Präsident bist von einer Partei, dann kannst du deine eigene Meinung zu wenig klar zum Ausdruck bringen. Ist das so? Ja, das ist man dann ein bisschen neu nach? Das geht in die Richtung. Das willst du nicht sehen? Nein, ich will etwas bewegen. Ja. Damit muss man ziehen und stoßen. Mhm. Und auch verlieren, notabene. Ja. Das gehört dazu. Aber gehört es auch dazu, dass man grob und respektlos ist? Ich hoffe, dass ich das nicht sehe. Ich habe ein Beispiel aus der Arena, wo du einfach eine junge Frau duzest. Ja. Was der Löber sagt, ist ein Zeich. Also ich finde es ein bisschen frech, was sie sagen. Wenn ja, ich ehrlich bin. Also ich meine, einfach eine Meisterprüfung machen, ja schön, dann habe ich 200 bis 300 Franken mehr. Ist trotzdem noch nicht wow. Du kannst eine Filiale übernehmen, hast du selbstständig gemacht. Ja, eine Filiale übernehmen. Jetzt hast du natürlich, das ist die Frage, was... ja, klar, wenn man, natürlich, man muss natürlich leistungsbewusst sein. Ja, logisch muss man leistungsbewusst sein. Aber du wirst auch jetzt im Detailhandel, wenn du gut bist, aber, dich durchsetzen. Was meinst du, wenn du das jetzt anschaust? Weißt du, nach dieser Sendung bin ich mit dieser Dame zusammengehockt, habe mit ihr anderthalb Stunden diskutiert, als Einzige von allen vorne gestanden. Hast du ein schlechtes Gefühl? Nein, überhaupt nicht. Mich interessiert, was ihre Situation ist. Aber wieso tut sie es für sie? Ja, ich bin natürlich ein Mensch, der auf Facebook und Twitter und so unterwegs ist und dort kann ich immer per Du antworten. Ja, gut. Also, aber sie hat dich eben gesiezt, oder? Ja, das ist mir dann auch aufgefallen, aha, dass sie anscheinend von Respekt mir gegenüber fast... das kann ich, aber an und für sich ist es so, als ich aus einer Familie komme, die miteinander arbeitet, dann ist man per Du miteinander. Gut, also. Und nachher ist eine grosse Dünkel. Sie ist aber nicht von deiner Familie? Nein, aber wenn man miteinander arbeitet, dann... Aber du arbeitest auch nicht mit ihr? Ja, wir haben die einzigen zwei, die in der Arena miteinander diskutiert haben. Alle anderen haben sie nur gebraucht, um ihre Statements zu verkaufen. So wie es eben meistens ist. Du nicht? Nein, mich hat ihre Situation interessiert. Also, du hast ja wollen 2010 Bundesrat werden. Hast du Wieso wollen Sie Bundesrat werden? Ich denke, meine Herkunft, meine Werte und das, was ich bin, würde ich sehr gerne in den Bundesrat einbringen für die Schweiz. Und ist, glaube ich, so heute noch nicht vorhanden. Herkunft, dann hast du in einem anderen Zitat hast du gesagt, ich bin als Kandidat ein Vertreter der urbanen Schweiz. Bin ich darüber gestolpert? Kommst du aus dem Kanton Glarus und wohnst jetzt in Wetzikon? Ist das die urbane Schweiz? Also erstens haben Glarner früher die Industrialisierung als der Kanton Zürich. Aber urban ist trotzdem nicht gewesen. Und zweitens bin ich immer noch, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, der bestgewählte freisinnige Nationalrat in der Stadt Zürich, obwohl ich nicht in der Stadt Zürich wohne. Eben, also anscheinend vertritt ich die urban, modern denkende Bevölkerung in diesem Kanton. Aber irgendwie ganz so glaubwürdig hat das nicht gewirkt, oder? Ja. Ja, das muss man diskutieren. Von Wetzikon bist du schneller in Zürich am Bauplanhof als von Hönk. Gut, okay. Also, du hast einen Beraterstab, als einziger Nationalrat, glaube ich, zwei Leute, die du zahlst. Machst du es wirklich professionell und kannst Analysen machen etc., was andere nicht machen. Und dann fragt man sich, dann müsstest du eigentlich klar und besser sehen, mit was man durchkommt und mit was nicht. Also, es ist natürlich nicht die Aufgabe, mit jeder Idee durchzukommen. Wer das macht, macht nur, was möglich ist. Mhm. Wenn du wirklich das System beeinflussen willst, dann musst du auch mal eine extreme Position einnehmen, damit nachher die Mehrheit in die Richtung kommt. Mhm. Und das gehört zum Spiel. Und es gibt einen Haufen Zeug, da komme ich durch. Und es gibt einen Haufen Zeug, da komme ich nicht durch. Also, jetzt reden wir so 1 zu 12. Die letzte Umfrage letzte Woche von der SRG, 44 zu 44, also ganz ein Patt. Das ist noch besser für die Initianten als die vorherige Umfrage. Also der Trend geht eher in diese Richtung. Es wird also auf jeden Fall eine heisse Sache. Und was sagt da der Noser dazu? Ein Zitat gestern aus der Zeitung. Die 1 zu 12 Initiative muss mit einem Nein-Anteil von über 70% Bach abgeschickt werden. Alles andere wäre eine Kriegserklärung an die Wirtschaft. Ist das gescheit? Also ich glaube, eine Initiative, die dazu führt, dass jede grosse Firma in diesem Land keine Möglichkeiten gemäß Gesetz zu leben. Die muss man gut Bach abschicken. Ja, aber nein, aber gleich. Aber die Aussage jetzt, wo sie so wirklich auf der Kippe ist, tut das nicht eher deine Gegner motivieren und sagen, nein, also so abschiffen wollen wir nicht, dass du eher seine Gegner mobilisierst? Nein, das ist ja nicht so. Wenn du die Analyse von den 40-40 im Detail anschaust, stellst du fest, dass es im bürgerlichen Lager noch viele Leute hat, die dieser Initiative anscheinend zustimmen. Und die wollen wir adressieren mit der Kampagne. Die, die schon das Nein entschieden haben, links, die müssen wir aber wenn es so klar ist, wenn es gegen 70-30 geht, müssen die gar nicht mehr abstimmen. Nein, das ich die mobilisieren. Ich habe das Gefühl, nein, mit dem kannst du also nicht mobilisieren. Mal. Ich habe das Gefühl, mit deiner Kriegsrhetorik, die du wieder hast, dass du da kontraproduktiv argumentierst? Nein, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man den Leuten sagt, hey, es geht um etwas. Wenn ihr an der Urne abstimmt, hat das nachher irgendeine Folge. 70 zu 30.
Das muss das Ziel sein. Und wenn es nicht so ist, und dann ist es eine Kriegserklärung. Also, wieso hast du so martialische Sprache? Also, das Land hat sechs Wochen Ferieninitiativen mit 60-40 abgelehnt. Wieso soll man unmögliche Initiativen, die absolut die Wirtschaft, im Prinzip die Luft abnehmen, nicht mit 70-30 ablehnen? Okay, also ich habe ein Quiz. Ziel haben im Leben. Gut, ich habe ein Quiz für dich. Oh. Und zwar, wer hat das geschrieben? Die schamlose Bereicherung an nicht nachhaltig geschaffenen Werten durch Manager, Bankiers und Berater hat viel Wut und Ohnmacht ausgelöst. Top-Manager finden immer neue Tricks, wie sie sehr großzügig bemessenes Einkommen halten oder gar noch erhöhen können. Wer könnte das sein? Also ein Deutscher, nicht ich. Oh, das bist du. Sicher. Ja, das bist du. Und das war 2002, also bevor die Abzockerei so richtig wir angefangen haben. Wir haben im Freisinn früh angefangen argumentieren gegen die höheren Saläre. Ja, eben. Oh, das war vorher. Und jetzt tust du das. Also wäre ja, könnte man eben sich überlegen, das wäre ja etwas von der anderen Seite, das Argument. Nein, 1 zu 12 ist 400'000 Franken. Da muss sich bewusst sein. Und jeder Bürger sich die bewusst sein. Und sich ein Nestle mit einem Salär von 400'000 Franken. Aber Wut und Ohnmacht. Das heisst, es wird ja provoziert von denen. Und sie wenden alle Tricks an. Da müsstest du eigentlich Verständnis haben für die Initianten. Nein, weil das ist auch eine Neid- und Hassinitiative. Also wenn irgendjemand etwas macht, das dich wütig macht, dann musst du mit der gleichen Wut reagieren. Weil der Schaden ist nachher total. Ist das sondern du musst mit Verstand reagieren. Du sagst, die Manager der grossen Firmen sollen mehr verdienen, weil je grösser eine Firma ist, desto mehr Verantwortung. Und darum kann man das rechtfertigen, dass es Millionengehälter gibt, oder? Also, wenn sie mit Leistung etwas tut und mit Erfolg etwas tut, bin ich der Ansicht, kann man die Millionengehälter rechtfertigen. Aber es hat natürlich da sehr viel Salär gehabt. Die haben überhaupt nicht mit Leistung zu tun, sondern mit Selbstbedienung zu tun. Nochmal ein kleines Quiz. Ja. Jetzt kann man sich überlegen, wer das war. Die meisten KMU müssen sich dem Wettbewerb stellen. Sie sind zu klein, um ihn umgehen oder missbrauchen zu können. Viele Großkonzerne hingegen profitieren direkt oder indirekt von staatlichen Hilfeleistungen oder haben einen so hohen Marktanteil, dass sie ihren Kunden die Konditionen aufzwingen können. Also du sagst, Grossfirmen haben es viel einfacher als kleine Firmen. Ja, zum Beispiel muss ich 100% Steuern zahlen, während ein Nestle und Novartis kann das umgehen, oder? Und hat viel die tieferen Steuerraten auf den Gewinn als zum Beispiel ich als kleine Firma. Das ist ja so. Aber das ist doch jetzt auch wieder ein Argument eigentlich für die Gegenseite. Oder? So könnten deine Gegner argumentieren. Was hat sich jetzt geändert? Du hast dich geändert. Nein, man muss die richtigen Schlüsse aus dem herausziehen. Ja. Also ich wenn kämpfe. Du sagst, Grossfirmen führen, und ich glaube das auch, wenn du Nestle führst und du bist Weltmarktleader, dann ist es nicht so schwierig. Aber wenn du neu anfängst, so wie du anfängst, dann ist es schwierig. Genau. Wieso soll denn der 10 oder 100 Mal mehr verdienen als du? Nein, da geht es um andere Sachen. Ich möchte einfach die gleich langen Spiesse haben. Oder? Und ich möchte ein Steuerrecht, das mich gleich behandelt als KMU mit Nestle als Grossen. Mhm. Und nicht ein Steuerrecht, das die Grossen bevorzugt. Nein, aber es geht das nicht um Steuerrecht, sondern es geht um die Löhne von denen, was offenbar einfacher haben. Sie haben staatliche Hilfeleistungen, sie haben einen hohen Marktanteil, sie können Konditionen aufzwingen. Also einfach der gemähte Wiesli, wieso sollen sie denn so viel verdienen? Wissen Sie, eine Espresso-Kapsel hat man nicht mit staatlichen Hilfeleistungen erfunden. Und mit Nespresso macht Nestle heute Milliardenumsätze, Tausende von Arbeitsplätzen. Und mit dem haben sie etwas Hervorragendes geschaffen, das auch rechtfertigt, dass sie aufgrund dieser Leistung einen gewissen Lohnaspekt haben. Die Top-Manager haben echt das erfunden? Das hat die Firma in sich erfunden. Da hat es einen Top-Manager gehabt, der dafür geschaut hat, dass man das kann machen. Da hast du eben, glaube ich, auch in diesem Zusammenhang sehr wirre Vergleich gebracht. Schauen wir es uns doch mal an. Es hat vor 20 Jahren ein Management gegeben, das die Kapseln angefangen hat zu entwickeln. Das Management hat die grössere Leistung verbracht als ein Roger Federer. In Basel hat gewisse Manager einen besseren Job verbracht als ein Shakira. Einen viel besseren Job. Shakira, whatever, beide vielleicht, Federer. Wie kann man das vergleichen mit einem Topmanager von einer Firma? Das sind doch wirre Vergleiche. Also meine, schlussendlich geht es darum, wie man die sozial in der Gesellschaft einordnet. Ja. Und jemand, der 2'000-3'000 Arbeitsplätze geschaffen hat, Nestle hat allein mit Nespresso etwa 3'000 Arbeitsplätze in der Schweiz geschaffen. Und das ist grösser und besser als Roger Federer? Ich habe nicht gesagt grösser. Wohl? Grössere Leistung? Also die Leistung auf jeden Fall grösser. Aber, also, wie kann man denn so etwas vergleichen? Ich finde das einfach... Du hast immer ein bisschen die falschen Bilder. Jetzt nicht nur wegen Shakira und Shakira, wo es ja beide gibt. Nein, das sind nicht falsche Bilder. Die Frage ist auch, wie das in der Gesellschaft einordnet, oder? Eben. Tut einer, der super gut Tennis spielt, das ist eine Frage, die man sich stellen muss, oder? Tut einer, der super gut Tennis spielt, hat er das Recht, 10 oder 20 Mal mehr zu verdienen? Das wäre 1 zu 12, oder? Als einer, der z.B. 3 oder 4'000 Arbeitsplätze schafft. Okay, du hast ja gesagt,
Die SP hat dem Erfolgsmodell der Schweiz den Krieg erklärt. Schon wieder Krieg? Klassenkampf pur. Ist die Rhetorik irgendwie nicht ein bisschen überrissen über das, was jetzt passiert? Weil die Initiative ist ja radikal, da sind wir uns beide einig. Yeah. Sehr radikal, hat jetzt aber offenbar unglaublich viel Zustimmung. Das müsste dich doch irgendwie schockieren. Ja gut, mich schockieren dann die Abstimmungsresultate. Und dort bin ich sicher, dass ich recht habe mit meinen 30% und nicht ja. Die Umfrage. Oder? Ja. Und das schockiert mich dann nicht. Aber es ist klar, jetzt haben wir einen ganzen Haufen Initiativen im Petto. Wenn die alle durchkommen, dann hat die Schweiz den liberalen Wirtschaftsstandard komplett aufgegeben. Mhm. Das muss man klar gestreiten. Und das ist eine Kriegserklärung an die Wirtschaft. Wenn das alles kommt, das wird ein Riesenproblem geben. Ich glaube das auch. Aber trotzdem, ihr habt euch schon verzockt bei der Abzockerinitiative, oder? Habt ihr euch völlig verzockt? Jetzt hast du dort gesagt, da mit dieser grossen Plakatkampagne für Millionen, die sie da machen, sei kontraproduktiv gewesen. Sollen wir nicht mehr machen. Jetzt machen sie es trotzdem noch. Also gut, ich hoffe nach wie vor, dass sich auch sehr viele Leute engagieren mit persönlichem Engagement. Das ist das Entscheidende. Ich glaube, mit einem Plakat kann man nicht allzu viel beeinflussen. Mhm. Man braucht Engagement, es braucht Leute, die sich engagieren und Argumente für bringen. Da bin ich felsenfest überzeugt. Mit Geld kann man die Bevölkerung alleine nicht. Eben, du hast ja da Success Swiss gegründet, irgendwie, weil du denen nicht mehr so traust, an deinen Economy Swiss Kollegen und so. Und dort hast du gesagt, wir machen es mit Social Campaigning. In Neudeutsch und mit Grassroot-Kampagnen, so Graswurzelkampagnen. Also die Methoden der Gegner. Aber die beherrschen sie offenbar auch besser, oder? Als von unten rauf. Da bin ich jetzt also nicht so sicher. Wir sind sehr, sehr aktiv und wir sind auch sehr erfolgreich mit der Arbeit. Ah ja? In welcher Beziehung? Mit dieser Arbeit. Ja, also wir haben jetzt etwa 700 Leute, die sehr engagiert arbeiten. 700? Auch Kampagnen machen. Oh je. Und so. Das klingt mir jetzt aber nicht so wahnsinnig begeisternd, oder? Ja, also etwas, weißt du, so die Wirtschaft betrifft, wo es dann eben um alles geht. Dann hoffen wir, dass heute Abend sich dann noch mal 1000 anmelden, wenn wir die Sendung von dir geschaut haben. Aber du hast einfach die Methoden kopiert von den anderen und es ist ein bisschen flach gefallen. Nein, überhaupt nicht. Wir sind sehr erfolgreich unterwegs, bin ich der Ansicht. Mhm. Sie müssen ja, also du musst ja sehen, oder? Es geht ja weiter. Wir sind das einzige Komitee, das bereits für den 9. Februar bereit ist, für eine Masseneinwanderungsinitiative. Wir sind bereit für Mindestlohn. Also mit dem Success Swiss kann man die 8 Initiativen, die jetzt anstehen, kann man alle durchs Band bekämpfen. Gut, die kommen nicht alle von der SP, oder? Die kommen von verschiedensten. Die tut sich einfach gegen, du bist gegen alle. Gegen all die Initiativen. Die du bist ja IT-Unternehmer, bist eben sehr erfolgreich. Ich habe es gesagt, ein grosses Unternehmen, 500 Leute. Große Leistung, eben, immerhin. Aber du siehst, dass im Bund eigentlich in diesem Bereich katastrophal gemäht wird. Das letzte war ja die Insieme-Geschichte, also das Desaster über 100 Millionen. Du hast Folgendes dazu gesagt. Es ist langsam eine Reputationsgefahr vom ganzen Standort Schweiz. Was geht. Wenn der Bund kein einziges Informatikprojekt kann erfolgreich durchführen kann, dann wird das ganz schwierig für die ganze Branche, für unseren Ruf. Was sagst du dazu? Wieso bringen sie es nicht an? Also der Bund tut so einkaufen, dass er eigentlich innovative Ideen immer selber muss haben. Und das führt dazu, dass höchst sehr wahrscheinlich halt er die innovative Ideen gar nicht hat. Und die Firmen, die gute Angebote machen oder kreativ sind, kommen gar nicht mehr zum Zuschlag. Und du wirst nicht gefragt? Wir sind praktisch überhaupt nicht involviert beim Bund. Weil... Frustriert dich das ein bisschen? Nein, man kann ja gar nicht. Oder? Wenn du... Ja, weil das Problem ist, wenn du eine gute Idee hast, wie der Bund kann das Problem lösen, dann muss der Bund laut seinem Gesetz allen Mitkonkurrenten die erste Idee mitteilen. Aha. Also was macht man? Man schafft den Schleuster gar nicht mehr für den Bund. Gut. Und das machen viele Firmen. Es gibt, wenn du ja schaust, wer im Bund engagiert ist, als IT-Firmen, sind immer die gleichen. Aha. Also, du bist jetzt 52. Das grosse Ziel ist ganz lang her schon Bundesrat gsi, ist jetzt im ersten Anlauf missglückt. Meinst du, es gibt noch eine zweite Chance? Nein, das glaube ich nicht. Schneider-Ammann wird jetzt noch die Legislatur fertig machen, okay. Und die nächste, und dann bin ich dann zu alt. Bist du, ja, und vielleicht haben wir dann nur noch einen Bundesrat. Bist du? Eben, darum. Eben, die Chance wäre ein bisschen. Aber du hast ja einen grossen Fürsprecher in deiner eigenen Partei. Weißt du noch wer? Einer hat in den höchsten Tönen von dir geschwärmt. Schauen wir es doch uns an. Wir haben solche Leute jetzt nötig. Wir haben auch Zeit. Oder? Die nächsten Wahlen sind in 4 Jahren. Man muss frühzeitig anfangen. Und anfangen müssen sie mit originellen Ideen und mit kreativen Leuten. Diejenigen, die dann am Schluss Parteiprogramm verkündet, an denen haben wir dann genug. Aber wir müssen jetzt solche haben, die Substanz in die Partei reinbringen. Und das ist ein Verlust zu denen. Hm? Einer mit so... Aber im Nachhinein, das Lob ist ein bisschen...
Nein, ich finde... Mixed Feelings, oder? Nein, also, er selber war ja auch sehr eher innovativ, oder? Ja, vor allem mit der Unternehmenssteuer 2, oder? Ich denke, die Unternehmenssteuer 2 die ist ja auch schon vor ihm aufgeteilt worden. Er hat sie uns aufs Auge gedruckt und hat uns Milliarden gekostet, oder? Ja, also Fakt ist, dass die Unternehmen jedes Jahr mehr Steuern zahlen. Also die Ausfälle gesehen, aber gewisse viel weniger, oder? Wegen der Unternehmenssteuer 2, oder? Das mag sein, dass es Verschiebungen gibt. Gibt es da einfach gewisse Themen, wo du dann einfach dich ein bisschen zurückhaltest, wo du einfach dann nicht richtig Stellung beziehst? Erstaunt mich und enttäuscht mich ein bisschen. Nein, aber wir können Unternehmenssteuer 2 nicht in 30 Sekunden diskutieren. Es tut mir leid. Also, 52 wirst du nicht mehr Bundesrat, wahrscheinlich. Wenn eine Chance sich wieder geben, würdest du das eventuell noch mal in Betracht ziehen? Also, ich glaube, als ich das letzte Mal zur Wahl gestanden bin, habe ich nichts verlieren, weil ich ja in dem Sinn klar war, Aussenseiter war. Ich glaube, jetzt würde ich mich nur noch stellen, wenn ich auch wirklich eine Chance hätte. Und da wird es genug anders. Was sagt eigentlich deine Frau? Eben, du machst alles gleichzeitig. Eben das Unternehmen, der Nationalrat mit grosser Ernsthaftigkeit. Hast 4 Kinder etc. Sagt sie nicht, wenn du so weitermachst, Rudi, dann leise sie mal wirklich zusammen? Die Diskussion haben wir zwischendrin. Genau, hat sie recht. Frauen sollte man hören, oder? Ja, ich höre vielleicht auch auf sie. Okay. Also, danke vielmals, dass der Rudi noch... Vielleicht ganz zum Schluss noch eine ernsthafte Prognose. Wie kommt es raus? Wie heisst der 12? Eben, 30 zu 70. Und wenn du da ganz weit daneben bist... Flasche Wein. Eine Flasche Wein, okay. Und zwar gut, ich hätte lieber gerade einen Haarausfall. Okay, danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Morgen Abend im Literaturclub. Anschliessend Tagesschau Nacht. Die Sendung gibt es wieder in einer Woche. Gute Nacht und eine ganz gute Woche.